Diese Prüfung im Dressurreiten trägt den schönen Namen Prix Saint-Georges. Die Abfolge der einzelnen Lektionen ist festgelegt. Lena Waldmann und die 12 Jahre alte Stute Filegra bewegen sich sicher im 20 x 60 Meter großen Viereck in den Holstenhallen. Reiterin und Pferd kennen sich erst ein paar Monate, doch die Chemie zwischen beiden stimmt offenbar. Ich weiß natürlich schon, was ihr sehr leicht fällt und was vielleicht, wo sie doch meine Unterstützung noch ein bisschen eher braucht. Also das weiß man schon und dementsprechend, sage ich mal, bereitet man dann eine schwierigere Lektion, sage ich mal, natürlich doch deutlich anders beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen intensiver und konzentrierter vor. Mit dieser Prüfung starten die VR Classics, seit 2020 erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen. Von heute bis Sonntag messen sich Dressur- und Springreiter in Neumünster. Dabei sind sowohl Nachwuchstalente aus Schleswig-Holstein als auch die internationale Reitelite, unter anderem Isabel Wirth und Ingrid Klimke. Es winken Preisgelder von insgesamt über 300.000 Euro. Die VR Classics haben sicherlich im internationalen Turniersportkalender eine große Rolle. Ein absolutes Traditionsturnier. Es sind Top-Reiter hier, Top-Bedingungen, die wir hier haben und natürlich auch ein pferdekundiges Publikum. Zwischen den Prüfungen haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit mehr oder weniger nützlichen Accessoires auszustatten. Nach der Dressurprüfung sind die Hindernisse für die Springreiter aufgebaut worden. In der Abreithalle nebenan bereiten sich die Junioren mit ihren Pferden auf den Parcours vor. Ich mache das schon seit klein auf. Man kann sich immer gut auf die Turniere einstellen. Gerade hier in Neumünster bei den VR Classics haben wir Top-Bedingungen. Die Parcours sind super gebaut. Gerade die Einlaufrunde war super für die Pferde zum Reinkommen. Und genau, sind wir alle immer sehr happy. Romy Rosalie Tietje aus der Nähe von Eckernförde gehört zu den großen Talenten bei den Junioren. Die 17-Jährige schafft heute Mittag eine fehlerfreie Runde. Fürs Treppchen reicht es zwar nicht, aber die Schülerin ist sehr zufrieden mit der eigenen Leistung und der ihres Pferdes Cascadino. 4,5 Jahre habe ich ihn jetzt. Ich habe ihn seit er noch ein ziemlich junges Pferd ist. Wir sind beide quasi zusammen aufgewachsen und haben uns immer mit den Herausforderungen, die kamen, zusammen sind wir gewachsen. Das Dressurduo Lena Waldmann und Filegra erhält die meisten Punkte und gewinnt damit die Prüfung. Und darüber freut sich das Pferd mindestens genauso sehr wie die Reiterin.